Die Sonnenbrille ist ihr Markenzeichen und am 2. und 3. Juni werden sie den Tierpark stürmen. Da wollen sie aber mit Verstärkung auftreten. 180 Exemplare werden eine der größten Lichtinstallationen bei nachts im Tierpark bilden. Lichtkünstler Jörn Hanitsch wird den Tierpark dann zum dritten Mal ein bisschen umgestalten. Das Besondere ist, dass ich sage mal, wirklich 95% meiner Installationen alle eine Tageslichtwirksamkeit haben. Selbst wenn die Leute schon um 19 Uhr pünktlich da sind, werden sie natürlich diesen harten und sehr charmanten Kontrast zwischen Opal-Weiß und der grünen Natur als sehr, sehr angenehm entgegennehmen und sind darauf gespannt, wenn eine Dämmerung einbricht und die Szene so alle, vielleicht 7, 8, 10 Minuten sich ja komplett verändert, weil die Dämmerung bricht ein, die Dunkelheit und die Installation kommen in den Vordergrund. Und diese Zeit ist besonders spannend und das empfinden die Leute als sehr, sehr tragend. Und ich persönlich auch, das macht ja auch Spaß. Und den wird er schon eine Woche vorher haben. Da fängt Jörn Hanitsch an, alles mit seinem Team aufzubauen. Allein die paar Pinguine hier verursachen einen ziemlichen Kabelsalat. Im Tierpark kommen natürlich noch mehr Leitungen dazu. Und dieses Mal wird wirklich der ganze Tierpark geöffnet sein. Man kann also alle Tiere mal zu anderen Uhrzeiten antreffen. Das ist wirklich auch die Chance, mal nachtaktive oder dämmerungsaktive Tiere zu sehen. Man kann auch gucken, wie sich Tiere zur Ruhe begeben, wo sie schlafen, in welchen Gruppen sie schlafen. Also es ist auch, jetzt abgesehen von der schönen und künstlerischen Beleuchtung, eine Chance, auch Tiere mal ganz anders zu sehen. Und das macht eigentlich diese Gesamtheit, macht das Schöne von der Veranstaltung aus. Karten für nachts im Tierpark sind ab sofort erhältlich. Ab 19 Uhr warten dann die Pinguine und Gefährten auf die Besucher. Und sie sind nicht zu übersehen, denn sie tragen auch im Dunkeln Sonnenbrille.